Muss nicht sein, dass so ein Spiel so nur eine Stunde geht. Ja, ist groß genug, um reinzukommen. Weiß ich. IB ging auch länger. Wie kann ich dir helfen? Kann ich mal mehr mit dir reden? Dann nicht. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Jetzt habe ich Mist gebaut. Nein, habe ich nicht. Geh einfach, danke. Ein Knopf in Elevator. Elevator. Aufzug. Push the button. Ja, bitte. Es funktioniert nicht. Sollte. Ja. Da drin. Aber wie kommen wir da rein? Hier ist alles vollgestellt. Haben wir irgendwas, was nützlich sein könnte? Erkennt jemand den Ton? Freue mich gerade über den Ton. Ich weiß, muss keiner verstehen, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Wirklich nicht. Das ist der stille Hügelsound, richtig. Warte, was, wenn ich? Nein. Ich befürchte was. Ich befürchte was Schlimmes. Aber es geht gar nicht. Ich kriege den Hocker nicht von der Wand. Ich dachte, ich muss ihn vielleicht hier durchschieben, aber ich kriege ihn ja nicht mal von der Wand. Wie soll ich das also machen? Ich weiß nicht weiter. Das erste Mal in diesem Spiel, dass ich nicht weiter weiß. Ja, tut sich nichts, ich weiß. Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Ja, du solltest dir nicht das Skelett angucken, du sollst versuchen, auf den Hocker zu kommen. Wir können nicht die Tür öffnen und dann durch den, dann den Hocker mitnehmen, richtig? Ja, er geht sofort durch die Tür. Weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe echt keine Ahnung. Bin planlos. Ich bin halt echt planlos. Erste Mal in dem Spiel, dass ich nicht weiß, was ich tun soll. Ich weiß, so gehe ich nur zurück. Ich wüsste nicht, was mir das nützt. Ist das ein Hebel oder tut das nur so? Tut nur so. Okay. Funktioniert nicht mehr. Habe ich einen Fehler gemacht? Vielleicht? Weiß echt nicht, was ich machen soll. Vielleicht sollten wir für heute Schluss machen.
Und machen nächstes Mal weiter. Und ich gucke mir zumindest die Stelle an, was wir machen sollen. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mir ist fast die 3-Stunden-Marke erreicht. Ja, 20 Minuten. Dann hätten wir einen flotten Dreier. Dann hätte ich die 3-Stunden-Marke erreicht. Ich habe es gerade gesagt gehabt. Irgendwas muss es doch hier geben. Einen anderen Weg gibt es auch nicht. Das nennt sich Gedankenübertragung über Distanz. Ja, ich kann sowas gut, das weiß ich auch. Du sollst dir... Weil ich bin langsam echt planlos, was ich tun soll. Bisher sind wir relativ gut vorangekommen, aber jetzt habe ich echt keine Ahnung. So, das sind die Toiletten wieder. Und da sind wir hier wieder. Datum. Tomorrow. Warte. 9.8. Ach, ich bin so dumm. 20.8. Ah, richtig lesen. So, wo war das jetzt, wo wir das eingeben konnten? Jetzt fragt sich noch, oh, mein Stift. Das war mein Stift. Wie rum? Ja, wir haben's. Was ist drin? Generatorraumschlüssel. Wo ist das? Die Tür, die verschlossen war, richtig? Ich fürchte immer noch, dass wir gleich da rein müssen. Weil ich echt Angst habe. Speichern wir mal da wieder. Oh, ich bin so dumm. Wirklich. Falsche Taste.
haben einen Schlüssel. Den wir hier nicht benutzen können. Wo ist denn dann der Generator? Doch nicht hier etwa. No. Das ist die andere verschlossene Tür? Andere Seite. Wie lange haben wir jetzt an diesem dämlichen Rätsel gesessen? Ich weiß es nicht. Lang genug auf jeden Fall. Ja, vielleicht ist der Generator eine Generalprobe. Vielleicht. Das ist der Generator. Weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich rate einfach. Out of order. Waren wir hier nicht schon mal? Was drin? Ja, wir haben's. Ich will erst hier. Das ist mir nicht geheuer. Oh, was mir gerade eingefallen ist, wir können noch im Kreis gehen. Scheiße. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Scheiße. Sollen wir ihn drücken? Er macht gerade wieder eigenständig. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Er ist eigenständig raus. Wie macht man das? Ich muss nicht alle von ihnen anmachen. Nee, ich muss nur... Vielleicht sollte ich den Monitor checken. Ich muss nur den unten rechts anmachen. Das ist mir bewusst. Ich fürchte, dann muss ich durch den Schacht. Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Haben wir's. Wir speichern eben einmal, weil ich was Schlimmes befürchte. Kann ich nicht rennen? Wir werden jetzt drauf gehen, da bin ich mir 100% sicher. Wir müssen jetzt vor dem Typen mit dem Verband abhauen.
Müssen wir zu ihm hin? Guten Tag. Bist du in Ordnung? Ich werde dich befreien. Nein, tu's nicht. Komm nicht näher. Bleib weg. Ja, genau, bitte. Und jetzt? Ich werde dich umbringen. Warte eine Sekunde. Ah. Hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Wir dürfen den nicht befreien. Er hat gesagt, wir sollen ihn in Ruhe lassen. Dann lassen wir ihn auch in Ruhe. Ja? Tu nichts, was wir nicht auch tun würden, okay? Die Tür ist zu. Hilfe? Scheiße. Die Tür müssen wir auch aufkriegen, richtig? Oh nö. Wir müssen die ganze untere Reihe aufkriegen, richtig? Oder müssen alle aufkriegen, oder? Kamen wir bei dem Fremden unten her? Aber wir können nicht an ihm vorbei, weil sonst... Ist ja nur der zu. Scheiße. So, jetzt müsste ich durchkommen. Jetzt sind die Türen, die... Nein! 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 So, jetzt sind die Türen, die ich brauche, offen. Ja. Die Person, die festgebunden ist. Ich glaube, ich sollte etwas tun. Aber es wäre, glaube ich, am besten, wenn ich nicht damit reingezogen werde. Ich habe das Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren wird, wenn ich versuche zu helfen. Lass es einfach. Ich frage die Person nach Hilfe, was ich tun sollte. Nein, tu es nicht. Wir speichern jetzt, auch wenn es mein letztes Tape ist. Das ist mir gerade so egal. Ich habe so eine Angst. Was ist das? Nur einen Knopf, sollen wir ihn drücken? Ja. Passiert nichts. Ist zu schwer. Was soll denn zu schwer sein? Bitte. Soll ich ihn vielleicht da reinschieben? Oh nein, was ist da oben? Nein, 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 ich habe eine Befürchtung.
Dort oben ist irgendetwas Schweres. Hi. Das war's mit uns? Das war's mit uns. Scheiße. Scheiße. Will speichern. Wo sind wir? Sind wir mit dem Fahrstuhl jetzt runtergefahren? Ich hätte gerne ein Tape. Der Jumpscare war irgendwo funny. Nein, war er nicht. Er war dumm. Hast du ein Tape für mich? Hast du ein Tape für mich? Bitte? Willkommen bei Yumeniki. What the fuck is das? Hä? Deshalb war er ja funny. Hä? Was war das jetzt? Ich habe ja vieles verstanden, aber das? Nein? Keine Ahnung, was das gerade war? Wir versuchen gleich mal zurückzurennen. Hallo, großes Auge. Verschwinden die mit der Zeit? Ja, tun sie. Ah, ich verstehe, was ich machen soll. Verstehe es. Ja, ich habe verstanden. Scheiß die Wand an. Wir gehen nur bis hierhin. Ich habe verstanden, was ich machen soll, ja. Jetzt hätte ich gerne ein Tape, um speichern zu können. So, jetzt kein Monster mehr, bitte. Boah, ich hasse das. Mein verdammter Kopf. Das stand da nicht, aber egal. Bin ich schon wieder ohnmächtig geworden? Kamera. Wo ist meine Kamera? Aufnehmen. Gefunden. Der Stoß muss sie angehalten haben. Ich hätte jetzt gerne was zum Speichern und würde gerne beenden. Funktioniert nicht. Ich möchte jetzt gerne zurückgehen, mir irgendwo ein Tape schnappen und beenden. Ich wäre dafür. Wir machen das nächste Mal weiter. Wer ist noch dafür? Ich weiß nur nicht, wo ich ein Tape herkriege. Und ich möchte auch nicht unbedingt zu dem Typen zurück, weil ich befürchte, dass er mich umlegt. Wo kann ich denn jetzt am besten Tapes herkriegen? Ich bezeichne mal als Depp. Wieso das? It's empty. It's empty. Ich hätte gerne was zum Speichern. Jetzt wird es nämlich langsam knapp.
Da müssen wir immer noch was noch speichern. Ach so, du bist nicht einmal in der anderen, deswegen. Ja. Ich möchte gerne raus. Ja. Ich hätte gerne was zum Speichern. Einfach was zum Speichern. Bitte.